Abend, meine Damen und Herren. In Schweden behalten die bürgerlichen Parteien die Mehrheit im Parlament. Da steht fest, nachdem jetzt auch die Stimmen der rund 40.000 Briefwähler ausgezählt worden sind. Am Sonntagabend hatte es noch so ausgesehen, als ob die Sozialdemokraten und die Kommunisten die Mehrheit hätten. Die Sitze im schwedischen Reichstag verteilen sich wie folgt. Sozialdemokraten 154, zwei mehr als bisher. Die konservative Partei entsendet 73 Abgeordnete, 18 mehr als bisher. Sie hatte den größten Stimmenzuwachs. Für das Zentrum ziehen nur noch 64 Abgeordnete in das Parlament ein, für die Liberalen 38. Die Kommunisten werden im neuen Reichstag mit 20 Abgeordneten vertreten sein. Der Führer der konservativen Partei, Gösta Boman, gilt als aussichtsreichster Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten. Bisher gab es in Schweden eine liberale Minderheitsregierung. Es wird mit schwierigen Koalitionsverhandlungen gerechnet. Mit dem Hamburger Giftgas- und Munitionsskandal wird sich ein Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft beschäftigen. Dies hat das Landesparlament der Hansestadt beschlossen. Die Aufräumungsarbeiten gingen auch heute weiter. Wieder wurden zahlreiche Bürger aus der Umgebung des stillgelegten Chemieunternehmens Stolzenberg evakuiert. Die Räumarbeiten werden voraussichtlich bis zum Wochenende dauern. Zur Sondersitzung der Hamburger Bürgerschaft ein Bericht von Jürgen Althoff. Einstimmig beschloss die Bürgerschaft die Einsetzung des von der CDU geforderten parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Der Abstimmung vorausgegangen war vor vollbesetzten Zuschauerrängen eine Debatte, bei der über Parteiengrenzen hinweg Einigkeit herrschte. Oppositionschef Jürgen Echternach. Dieser größte Umweltschutzskandal in der deutschen Nachkriegsgeschichte ist so unfasslich, ist so entsetzenerregend, dass es einem die Sprache verschlägt. Denn wenn es zutrifft, was der Bürgermeister gestern vor der Presse gesagt hat, dass es kaum eine Hamburger Behörde gab, die nicht mit der Firma Stolzenberg zu tun hatte. Wenn es zutrifft, was er gesagt hat, dass schon vor 20 Jahren Giftgas bei der Firma Stolzenberg gefunden worden ist. Und wenn es seither immer wieder Warnungen und Hinweise gegeben hat, von behördlichen Stellen genauso wie von Bürgern unserer Stadt, dann geht es doch hier gar nicht mehr um das Versagen von Einzelnen, sondern geht es um das Vertrauen der Bürger in das Funktionieren unserer staatlichen Institutionen. Auch Bürgermeister Hans-Ulrich Klose zeigte sich erschüttert. Ein Kind ist getötet worden, zwei wurden schwer verletzt, weil jahrzehntelang leichtsinnig, verantwortungslos, wahrscheinlich sogar kriminell gehandelt bzw. nicht gehandelt worden ist. Wie es dazu gekommen ist, kann im Einzelnen noch nicht gesagt werden, aber es muss ans Licht und es muss gehandelt werden. Noch einmal darf eine solche Angelegenheit nicht im Sande verlaufen. Der italienische Staatspräsident Pertini hat den offiziellen Teil seines Staatsbesuchs beendet und ist am Abend in West-Berlin angetroffen. Dort wurde er vom regierenden Bürgermeister Stobbe empfangen. In Bonn hatte Pertini unter anderem mit Bundeskanzler Schmidt und über die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft und über die Ost-West-Beziehungen gesprochen. In Berlin wurde heute die 17. Übersee-Importmesse Partner des Fortschritts eröffnet. Aussteller aus 54 Ländern nehmen daran teil. Ein Bericht von Hans-Jürgen Bolle. Der offizielle Rundgang. An der Spitze Berlins Wirtschaftssenator Lüder und Staatssekretär von Würzen vom Bundeswirtschaftsministerium. Die Messe gilt als Schaufenster der dritten Welt und hat in den letzten Jahren an Bedeutung und Qualität hinzugewonnen. In diesem Jahr sind 600 Aussteller und 480 weitere Organisationen vertreten. Die Entwicklungsländer präsentieren sich in Berlin mit ihren Ausfuhrgütern. Ein breites Angebot. Als Partner des Fortschritts finden sie hier Zugang zu europäischen Absatzmärkten. Im Gespräch mit Geschäftspartnern können sie die Bedürfnisse des europäischen Marktes kennenlernen. Die Überseemesse ist einerseits zu einem Instrument praktischer Handelshilfe geworden, andererseits hat sie sich zu einem Forum entwickelt, wo auch über den Wert entwicklungspolitischer Maßnahmen offen diskutiert wird. Spanien und Griechenland sind mit Sonderschauen vertreten. Sie beteiligen sich im Zusammenhang mit ihrem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft. Die Überseeimportmesse wendet sich in erster Linie an Facheinkäufer. Von Freitag bis Sonntag sind zwei Hallen auch für das allgemeine Publikum geöffnet. Für den Testverkauf. Hier weitere Meldungen von heute. Schleswig. Der von Bonn und Ost-Berlin beschlossene Autobahnbau Hamburg-Berlin ist durch eine Gerichtsentscheidung vorerst gestoppt worden.
Demnach kann ein Teilstück bei Hamburg zunächst nicht gebaut werden, weil mehrere Bürger eine Schädigung der Umwelt befürchten. Ihre Grundstücke liegen direkt neben der geplanten Autobahn. Das Hauptverfahren wird wahrscheinlich erst in einigen Monaten beginnen. Frankfurt. Astrid Proll ist vom Schwurgericht auf freien Fuß gesetzt worden. Am ersten Verhandlungstag im Prozess gegen Frau Proll, die früher zum harten Kern der Bader-Meinhof-Bande gerechnet wurde, hob das Gericht den Haftbefehl auf. Ein Verfassungsschutzbeamter, den sie 1971 angeblich beschossen hat, durfte auf Anweisung seiner Vorgesetzten nicht aussagen. Astrid Proll ist wegen zweifachen Mordversuchs und Beteiligung an einem bewaffneten Banküberfall angeklagt. Bonn. Als neuen Präsidenten der Bundesbank hat die Bundesregierung Karl Otto Pöhl vorgeschlagen. Der bisherige Vizepräsident wird Nachfolger von Ottmar Emminger, der zum Jahresende aus dem Amt scheidet. Die Bonner Opposition hat gegen die Berufung des SPD-Mitglieds Pöhl starke Bedenken angemeldet. Washington. Die Vereinigten Staaten, Israel und Ägypten haben eine grundsätzliche Vereinbarung zur Überwachung der weiteren israelisch-ägyptischen Truppenentflechtung auf dem Sinai getroffen. Der stufenweise Rückzug der Israelis und die Einhaltung der Friedensvereinbarung soll danach von amerikanischen Elektronikspezialisten kontrolliert werden. Die Einigung kam bei Verhandlungen zwischen US-Außenminister Vance, seinem israelischen Kollegen Dayan und Ägyptens Verteidigungsminister Ali zustande. Sie muss jetzt noch von den Regierungen der drei Staaten gewilligt werden. Jerusalem. Bei einer Bombenexplosion vor einem vollbesetzten Lokal ist am Nachmittag ein Mensch getötet worden. 41 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Nach einer Meldung des israelischen Rundfunks war eine 5 Kilogramm schwere Bombe im Rahmen eines Fahrrads versteckt. Wenige Minuten nach der Explosion wurde in unmittelbarer Nähe ein zweiter Sprengkörper gefunden und unschädlich gemacht. Zu dem Anschlag bekannten sich von Syrien aus die sogenannten Streitkräfte der palästinensischen Revolution. Bilbao. Im Baskenland haben Terroristen erneut zwei Offiziere der spanischen Streitkräfte ermordet. Die Täter waren vermutlich Mitglieder der baskischen Untergrundorganisation ETA. In Spanien sind in diesem Jahr bereits 11 Angehörige der Streitkräfte bei Terroranschlägen ums Leben gekommen. Bonn und das Bundeskanzleramt haben eine neue Attraktion, die Großplastik Large Two Forms, eine Leihgabe des britischen Bildhauers Henry Moore. Vor rund 800 geladenen Gästen übergab der Künstler sein Werk offiziell an Bundeskanzler Schmidt. Ein Bericht von Helmut Illert. Begegnung von Politik und bildender Kunst in Bonn. Bundeskanzler Schmidt begrüßte den englischen Bildhauer Henry Moore zur Übergabe seines Werks Large Two Forms. Auf einem künstlich gewellten Rasen aufgestellt, beherrscht die Monumentalplastik jetzt den Vorplatz des Kanzleramtes, auf dem bisher graues Kopfsteinpflaster und als Panzersperren verspottete Betonreliefs die Szenen bestimmten. Dank des Kanzlers an den Künstler. Wir haben ihm doppelt zu danken. Einmal, dass er das gemacht hat und zweitens, dass er es überlassen will. Der 81-jährige Moore schuf in den 60er Jahren die Skulptur. Zur herben Zweckarchitektur des Kanzleramtes soll sie nun einen ästhetischen Gegenpunkt bilden. Der Bonner Volksmund hat indessen schon einen Spitznamen für die Plastik gefunden. In Anspielung auf die hohen Umbaukosten des Kanzlervorplatzes nennt er sie respektarm das Loch im Haushalt. Zum Sport. In den Wettbewerben um die verschiedenen Fußball-Europapokale wurde heute die erste Runde ausgetragen. Dabei waren 7 deutsche Mannschaften. Hier die Ergebnisse. Pokal der Landesmeister, Valur Reykjavik, Hamburger SV 0:3. Pokal der Pokalsieger, Glasgow Rangers, Fortuna Düsseldorf 2:1. UEFA-Pokal, Borussia Mönchengladbach, Viking Staffanger 3:0. FC Aberdeen, Eintracht Frankfurt 1:1. Bohemians Prag, FC Bayern München 0:2. FC Zürich, 1. FC Kaiserslautern 1:3. VfB Stuttgart, AC Turin 1:0. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. Allgemein zunehmende Bewölkung und von Westen her aufkommender Regen, einzelne Schauer oder Gewitter. Nur in Südostbayern nochmals heiter bis wolkig und trocken. Dort Höchsttemperaturen bis 25 Grad. Im übrigen Deutschland um 20 Grad Celsius. Tiefstwerte heute Nacht zwischen 10 und 15 Grad. Die weiteren Aussichten wechselhaft und kühl. Meine Damen und Herren, das Programm des ZDF ist jetzt zu Ende. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.